Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Titan Quest Enteral Embers. Wir sind hier ja nach Megara an einem Wegpunkt. Ich bin wieder zurückgegangen, haben den Weg nochmal gemacht und habe mir ein paar Items nochmals besorgt. Gute Drops gewesen. Zum Beispiel hier auch sehr defensiv, aber für Schäde. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt Hermes Sandale. Ah, Sandale, ja. Und Spektralmaterie. Jo, nochmals ein schützender Spuckkäfig. Jo. Ein viel besseren Armreif. Stirnreif, okay. Und jo, sonst eigentlich nicht mehr viel. Gut, wir gehen weiter nach Boethien. Okay, das kommt mir bekannt vor. Das ist, irgendwo in Griechenland natürlich. Irgendwo in der Nähe von Athen vielleicht oder so. Jo. Also hier haben wir sehr viele Ziegenmenschen wieder, Satyren. Und, ich habe ja ein paar Levels noch gehabt durch diesen Ding. Ich habe den Tempel auch gemacht mit dieser Mission da von Megara. Und jetzt sehen wir hier oben, jetzt können wir eigentlich gleich, also noch 3 Level Terrakotta-Diener. Müssen aber das hier auch relativ früh nehmen, weil scheinbar einfach die Terrakotta-Diener jetzt nicht gerade so die schnellsten sind, habe ich gelesen. Ja, danke an die Fansites, also vor Fansites, glaube ich. Die haben ein bisschen ganz wenig aktive Community, die deutsch sind. Und ja, im Steam-Forum hat es auch noch ein paar Sachen geschrieben, aber auf Englisch und da verstehe ich jetzt nicht immer alles umzusetzen oder so. Aber schön, gibt es noch ein paar Interessierte. Und ja, auch vielen Dank an die Zuschauer natürlich. Das Projekt ist ziemlich gut angekommen schon. Und ja, ich mache natürlich wirklich auch schnell Ding. Ich weiß, dass die anderen Let's Player da mit einem Level 70 Charakter beginnen sofort. Aber das mache ich nicht. Wir wollen ja das Ganze, die ganze Geschichte nochmal Revue passieren und so weiter. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, das ist natürlich wirklich auch schön. Auch die alten Akte, die alten 3 Akte, dann von Immortal Thrones ist ein Akt und danach von Ragnarök und Atlantis 2017 und wahrscheinlich 2018 oder 2019. Ja. Und genau, ich freue mich, die Akte nochmals durchzumachen. Also der Akt 5, 6 kenne ich besser. Also Atlantis kenne ich besser als Ragnarök. Ragnarök hat mir irgendwie auch manchmal nicht so gefallen. Die Gebiete waren sehr groß manchmal, also so ein großer Wald zum Beispiel war. Aber ja, das ist jetzt nicht so schlimm, weil das Spiel sowieso Spaß macht, alles zu erkunden und so weiter. Ja, ich bin meistens halt einfach ein bisschen auch gestresst gewesen, weil ich auch kein Internet hatte und so. Also das WLAN immer wieder unterbrochen wurde. Und dann habe ich einfach Titan Quest gespielt und ich war einfach immer wieder gestresst. Das tat mir nicht so gut. Also jetzt kann ich natürlich viel lockerer das Spiel auch spielen. Und ja, das liegt immer an meiner Krankheit, Morbus Addison, Hormon, Suffizienz, Cortison. Und dann kann man den Stress nicht so abbauen, kann man nicht immer so gut spielen, eben auch bei der Sache sein und so weiter. Der ist echt stark. Okay. Er hätte ihn auch noch ein bisschen angreifen können, aber ja, er hat viel ausgehalten. Der Zauberstab, also so die Stäbe sind jetzt nicht gerade so gut zum Kämpfen. Jo. Aber okay. Ja, jetzt habe ich heute einfach ein bisschen weniger livestreamen können, aber ich werde eventuell Titan Quest dann weiter streamen, damit es ein bisschen schneller geht. Dann könnt ihr einfach das als Let's Play Part auch so schauen. Wird ja auch immer wieder in eurer Abo-Box angezeigt. Und deshalb ist es eigentlich relativ gut. Und ja, nebenbei streame ich ja noch Champions of Regnum.
Last Epoch geht leider nicht. Es ruckelt nach ein paar Ladescreens, ruckelt es dann plötzlich. Und das ist einfach irgendwie die Engine. Das ist natürlich nicht mein PC, der mega gut ist, aber keine Ahnung. Bei Titan Quest gibt es auch manchmal vielleicht einen kurzen Stopper, weil die Landschaften geladen wird. Aber das ist natürlich auch klar. Das Spiel ist halt schon extrem alt. Naja, 15 Jahre ist jetzt auch noch nicht extremst alt. Aber doch, da könnten sie schon noch ein bisschen etwas machen an der Performance. Oh, nochmal sind Sterne gegangen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den heilen und abhauen. Ja, die machen Schaden, sind sehr schnell. Help me. Muss ich erst noch einen Heiltrank trinken? Okay, nein. Wildschweinhaut. Ding ist das Waldenschlauch. Okay. Ja, die Schrift ist sehr klein, man kann kaum etwas lesen. Aber gut. Kann man den Hut eigentlich vergrößern noch? Den Hut. Grafiken. Interface-Größe. Groß. Was passiert dann? Okay, wir haben einfach größeres Interface, aber ist die Schrift auch größer? Okay, so lässt sich wenigstens auch ein bisschen noch lesen. Ich werde mal so spielen, wenn es euch nervt oder wenn es einfach zu viel abdeckt. Dann bitte sagen. Aber so kann ich wenigstens die alten Namen auch lesen. Okay, ein Wolf ist tot. Das ist diese Flagge, die soll eigentlich zuerst angegriffen werden, liebe Ding. Ja, diese Standarte, wie sie heißt. Kriegsstandard oder so, die ist schon relativ stark. Also die machen die Gegner stärker und defensiver. Das ist eine schlechte Kombination für Minions. Dann sterben sie halt. So, jetzt haben wir hier noch einen Centaur. Chiron. Einen freundlichen Gruß, guter Reisender. Was bist du so erstaunt, auf einen Centaur zu treffen, der nicht voller Hass ist und den Krieg will? Mein Name ist Chiron. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Leider habe ich ein Problem, das ich nicht lösen kann. Okay. Weißt du, ich lebe schon lange in diesem Wald, friedlich mit all diesen Kreaturen. Aber vor kurzem sind sie dem Wahnsinn verfallen. Am schlimmsten hat es Ino erwischt, die Priesterin der Mänaden. Als ich am Fluss anhielt, um zu trinken, überraschte sie mich, stahl meinen magischen Bogen und flüchtete in eine Höhle. Krieger, ich bin ein Zentaur. Ich bin nicht für Höhlen geschaffen. In diesen dunklen, gewundenen Räumen kann ich nicht gut kämpfen. Wenn du so freundlich wärest, mir meinen Bogen zurückzuholen, dann wäre ich gern bereit, mein großes Wissen mit dir zu teilen. Okay, werden wir machen. Danke. Das Angebot. Okay. Das Wildschwein tut so ein bisschen Schatten an die Ähren machen. So, wieder viel einfachere Gegner. Ja, ich weiß noch, bei Shadow Champions ein Mod, ein Total Conversion Mod, ja nicht Total Conversion, aber einer, der sehr viel an der Umgebung auch ändert. Da waren die Standard und so auch mega mächtig. Also da habe ich immer wieder ein bisschen Angst bekommen, da dort durchzulaufen. Ja, so diese Zentauren sind extrem stark. Auch im Hauptspiel hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber diese Standard ist völlig OP. Die hätten sie wirklich auch noch ein bisschen reduzieren sollen. Wahrscheinlich sind sie jetzt noch auf Level 1 bei den Gegnern. Die sind viel zu stark, also schon auf Level 1. Ja. Heftigste, dass ein Wolf schon sterben kann, obwohl er schon auf Max-Level ist. Ja, wir müssen halt diese weitergeführten Punkte dann auch noch skillen. Ja, das sind meistens so Buffs oder auch manchmal Debuffs noch gleichzeitig. Okay, die Angriffsgeschwindigkeit ist momentan nicht so hoch. Chirons Bogen, gut, da haben wir. Das liegt einfach, dass wir jetzt gerade in einer Höhle sind. Das haben sie irgendwann mal eingefügt. Ich weiß gar nicht mehr wann. Das ist jetzt gerade nicht, also
Vor allem die Bewegungsgeschwindigkeit stört mich ein bisschen so wenig. Naja. Okay. Jetzt sind wir gleich wieder draußen. Und so Höhlen gibt es eigentlich nicht immer viel. Eher so Tempelanlagen jetzt bald. Ja. Keine große Höhle kommt schon noch, aber die wird auch gut durchquerbar sein, auch wenn wir langsam laufen. Mein Bogen, wunderbar. Krieger, du hast meinen Dank verdient. Und da ich ein Ehrenmann bin, halte ich mein Wort. Lass mich meinen Dank übermitteln. Okay, zwei Attributspunkte, deshalb wissen, okay. Und hier haben wir. So, einfach die Punkte reinsetzen in den Balken. Okay. Ihr habt nichts zu sagen. Oh, schön. Ah, das liebe ich ja. Solche Siedlungen. Mega schön. Ja, Ambrosos, okay. Ziemlich cool. Hat sie irgendwas noch versteckt? Nö. Da geht's noch durch. Ah, okay, ein Questgeber, ein bisschen Ein besonders talentierter Waffenschmied lebt in den Hügeln beim Helikospass. Manche sagen, dass der Gott Hephaistos selbst Thermaros die Handwerkskunst gelehrt hat. Er ist freundlich, aber bleibt lieber allein. Wenn du ihn finden kannst, wird er dir gerechte Preise anbieten. Ah, okay. Sofern er dich mag. Ein Händler irgendwo, ein Waffenschmied. Okay, war hier noch etwas? Ja, irgendein Stuss. Der Olivenhain. Es ist Okay. wahr, dass ein Dann ist hier nichts mehr. Okay. Ja. Also meistens war ich in Akt 4 immer wieder Ich unterwegs. war auf dem Weg von Delphi, um mit einigen Waren zu handeln. Ich hatte gerade mein Lager in den nahegelegenen Ruinen aufgeschlagen, als ich das Klappern von Knochen hörte und den Geruch von Toten wahrnahm. Ich schaute auf und sah überall Skelette. Ja. Sie schienen nicht sehr freundlich zu sein, also rannte ich davon. Soweit es mich betrifft, wer auch immer meine Waren findet, kann sie behalten. Okay. Ich sehe, du bist Vielleicht weit kommen wir gereist, dorthin. Fremder. Komm her und sieh dich um. Vielleicht habe ich etwas, das du gebrauchen kannst. Ja, später. Energieregeneration, so brauchen wir ja nicht mehr. Okay. So, ja, wir brauchen einfach nochmals ein Lager. Händler. Also eben Elementarschaden müssen wir nicht machen. Das machen die Minions eigentlich nicht, aber sie bekommen die Boni. Okay, dann nehmen wir nochmal so einen Ring. Ja, das ist der Ring gewesen, den wir nicht mehr brauchen. So. Und sonst haben wir sicher noch irgendwo. Nee, also es ist so viel besser zum Navigieren, weil wir natürlich schon große Bildschirme jetzt haben und kleine Auflösung, also detaillierte Auflösung, Full Gereist. HD. Jo, ich kann gerne auch mal 4K streamen, also streamen geht nicht so gut, aber das liegt eher daran, dass ich noch nicht ein großer YouTuber bin und Twitcher. Aber ein Video mal auf 4K aufnehmen, vielleicht mal, wenn wir dann in den neuen Akten sind. Also scheinbar gibt es 4 Akte, aber die sind winzig klein, glaube ich, oder ja, ziemlich klein. Ist nicht so groß wie zum Beispiel Akt 5. Ja. Ist natürlich jetzt nicht gerade so richtig geschrieben. Aber das machen die Entwickler gerne. Ein bisschen übertreiben. Ja, aber dennoch wird es richtig groß sein, das Spiel. Also das Add-on. Eben die 4 Akte. Ich habe jetzt aber noch nicht gelesen, was es ist. Also es ist Nahost, Fernost und sonst keine Ahnung, was noch kommt. Also ja, da müssen wir noch dann das anschauen, gell? So, das Lager ist aufgeräumt.
Ja, Gegner, die alle angreifen, die brauchen wir nicht. Die räumen wir auf, wie eine Schublade. So. Ja, die Wölfe wurden irgendwie stärker, oder so habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, wieso. Ist das stat-abhängig? Keine Ahnung. Das ist mein Hain, der dort auf dem Okay, Hügel wir haben liegt. ihn Der erreicht. heilige Baum steht noch immer da oben. Er ist vielleicht unverletzt, aber du wirst an den wilden Brutalen vorbeikommen müssen, um ihn zu Ja. erreichen. Okay, machen wir. So. Oh. Ja, das ist wahrscheinlich Rauch. Sieht nicht nach Nebel aus oder so. Genau, hier brennt es auch schon überall. Oh, ist aber recht schön hier. Ist einfach von den Effekten her. Natürlich ist so etwas böse. Das müssen wir hoffentlich auch irgendwie löschen können. Gibt es hier oben Wasser? Oder fängt es an zu regnen? Wir brauchen ja einen Olivenzweig oder so für das Orakel. Ja. Das Orakel wird uns hoffentlich mal wissen lassen, woher die Gegner kommen, was das für ein Gegner ist. Bis jetzt haben wir ihn noch nicht gesehen. Aber so wie das Spiel heißt, ist es natürlich schon klar, wer der Gegner ist, oder? Was glaubt ihr, wer ist der Gegner? Ja, für die, die es natürlich wissen, ist es natürlich klar. Ja. So, und am Anfang haben wir auch die Einführung gesehen. So ein blauer Magier-Dämon ist gekommen. Das ist einer der, ja, Gegner. Er wird aber nicht lange leben. Es ist etwas viel Größeres als ein kleiner Magier. So, heiliger Olivenzweig. Wieso ist der nicht mehr rosa? Okay. Ah, hier ist der. Loi! Ich habe ein. Ge Und ich habe einfach das Gelbe, das war wahrscheinlich der Fundort des Zweiges, oder? Ja, ich habe es nicht eingesammelt. Ich habe einfach drauf, auf das Gelbe drauf geklickt. Okay. Also das war wahrscheinlich hier oben, also hier unten wegen den Items. Okay. Dann ist klar. Okay. Ich dachte mir schon, seit wann ist das gelb? So, Lala, die Quest ist erfüllt. Da ist aber noch ein Quest. Das ist wahrscheinlich einfach noch eine Anzeige auf der Minimap. Gut, speichern wir gerade mal kurz noch. So. Und dann gehen wir hier runter und reden mit ihm. Ja, er muss jetzt das aber alles löschen. Der Baum ist unverletzt. Kann das wahr sein? Vielleicht haben die Götter uns doch noch nicht verlassen. Okay, aber bitte jetzt das Feuer löschen. Das können wir als Helden nicht. Helden können keine Feuer löschen. Ja, es gibt keine Wasserzauber. Ja, doch bei der Sturmmeisterschaft gibt es, glaube ich, irgendwas. Ja, eher Eis. Ja. Dann müssen wir Shadow Champions spielen und dort die Aquameisterschaft. Ja. Genau. So, da. Oh, da ist ein Buschenweg. Okay, hier haben wir Gegner. Ist das der Ort in dem Lager? Okay. Ein schützenden Bandring. Okay. So, okay, das ist das Lager gewesen, scheinbar. Hat's hier aber noch mehr? Ein bisschen wenig Loot. Ja, so Schmuck kann ich immer mitnehmen. Die kosten genauso, also eben sogar mehr Gold und sind nur ein Slot groß und deshalb kann man die perfekt verkaufen. Okay, nochmals. Tränke? Haben wir hier noch etwas? Nö, nur mehr. Oder? Ja, sieht nach mehr aus. Okay, ist ein Fluss. Das ist wahrscheinlich
das Meer. Oder ein See, also es gibt ja in Griechenland immer wieder so Buchten. Ja, in Norwegen sagen wir die Fjorde. Ich weiß nicht, wie man die in Griechenland sagt, diese Spalten. Ah, wir müssen hier. Ich bin jetzt zu weit nach links gegangen, weil ich dachte, es geht links weiter. Hier, oder? Oh nein, es geht hier unten weiter, genau. Ja. Okay. Oh, 121 kritische Schaden, sehr gut. Die kriegen irgendwie oft. Okay, die Hälfte haben wir schon wieder geschafft vom neuen Level. Was ist es? 13, okay. Okay, Pokischiff-Sümpfe. Da gibt es diese Aqua. Moorichtier. Okay, Moorichtier. Okay. Was gibt es denn hier? Nächsten Weg. Okay, da ist noch ein Gegner gewesen. Den habe ich gar nicht gesehen. Eine Höhle. Aber hier geht es wahrscheinlich nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal die Höhle rein. Und mal kurz speichern. Das ist wahrscheinlich ja nicht so groß. Okay. Wölfe, schneller! Ja, ist ein bisschen langsam. Greifen mal mit an. Okay, ist ein Schrein. Ja. Oh. Cerberus Ortus, okay. Oh, schießen Flammen. Also okay. Dämonenblut, okay. Dämonenblut ist etwas, was wir öfters dann brauchen. Ja, einfach für diese Relikte Sachen. Unbedingt auch mal farmen, dass sie wenigstens ein volles Deck hat. Ja. Okay, die Blitz. Ja. Was wir brauchen, ist, glaube ich, das Feuer eher oder so. Ferius Flamme. Oh Gott. Oh Gott. Schattenmaul. Nein. Oh Gott. Was ist denn das? Oh je. Tötet unsere Wölfe. Beide? Okay. Er ist ein bisschen zu stark. Oh. Wir hauen mal kurz ab. Raus aus der Höhle oder so. Uiuiui, der Wolf hat schon wieder sehr viel Schaden. Oh Gott, was ist denn das? Aua. Wo ist der Höhleneingang hier? Nein. Oh Gott. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein, hier sind auch noch Gegner gespawnt. Ja, ich wusste von dem Gegner. Aber ich wollte ihn mal besuchen, ob er hier ist. Und das ist ein Gegner, den man meistens noch nicht besiegen kann auf diesem Level. Also ich versuche es jetzt einfach mal. Aber der hat mich auch ein bisschen überrascht von der Größe her. Ich dachte, der wäre nicht so groß und so stark. Weil die Wölfe greifen halt auch meistens den falschen Gegner an und so, weil sie aggressiv gestellt sind. Ja. Ich hoffe, ich schaffe ihn. Wir suchen ihn einfach mal. Okay, der bleibt irgendwie auf dem Boden. Ja, danke schön, dass du so schnell Schaden machst. Okay, ich muss unbedingt lernen mit der Kuh. Bin so Pace of Exile orientiert gewesen.
kann einfach beides gleichzeitig einsetzen. Ja, den haben sie, glaube ich, verstärkt in diesem Addon. Kann das sein, dass er noch stärker wurde? Ich glaube, der wurde noch stärker. Okay, wir können ihn nicht besiegen. So können wir den nicht besiegen. Die machen ja kaum Schaden. Ja, wir können nicht. Der ist Level 20, habt ihr gesehen? Ich glaube, der war Level 20. Okay, den können wir leider nicht besiegen. Aber ich wollte ihn einfach mal nochmal, ja, sehen und so. Also, den besiegen wir mal später. Wenn wir so Level 20 sehen, können wir den sicher hoffentlich bald besiegen. Sonst müssen wir halt Level 25 oder so sein. Oh, hier haben wir ein blaues Item. Ich glaube, die heißen epische Items. Todesklinge. Ah, okay. Haben wir leider nicht gerade die richtige Charakterklasse dafür, aber sie tönt ja schon mal gut, Todesklinge. Also wahrscheinlich ein Assassine oder so für diese Seiten. Also ich möchte unbedingt ein Mjölnir Ding machen von der neuen Charakterklasse. Wie heißt die schon? Wodan? Nein, wie heißt die? Naidan, okay, nicht Wodan, sondern Naidan. Und eventuell Sturm oder Verteidigung. Ich würde vielleicht Sturm eher nehmen. Aber da haben wir auch nicht zwei Waffen. Also ich würde schon gerne zwei Mjölnir tragen können. Oder sind, ja, das geht. Vielleicht Sturm, Kriegskunst und Sturm. Ich weiß nicht, ob der Runenmeister auch zwei Waffen tragen kann. Ich glaube auch. Ja, wir könnten eigentlich Runen und Sturm machen. Genau. Einfach als eine zweite Charakterklasse dann noch. Ja, aber dafür müssen wir zuerst zweimal Mjölnir finden. Das ist dann so unser High-End-Bild dann. Und eben das meiste kommt halt jetzt in den Livestreams. Also ich werde immer wieder Parts machen. Ich werde eben vielleicht nochmal schauen, dass ich einen anderen Charakter dann bringen kann im Let's Play. Aber in einem Livestream ist das natürlich besser, weil wir viel mehr Zeit haben. Und ich nicht so lange brauche zum Hochladen, weil manche Parts einfach ein bisschen in der Warteschlange sein müssen, weil ich ja so viel Sport mache noch und so viel Livestreame. Ja, ist es natürlich ja nicht immer optimal, so einen Part machen zu müssen. Oh. Der hat irgendwie Ranken. Können wir die auch mit der Naturmagie beschwören? Okay. Eine Kapuze des Magiers, okay. Oh, Zaubergeschwindigkeit plus 44%, das ist ja mega gut. Ja, und Energieentzugswiderstand, so brauchen wir nicht. Sieht aber jetzt nicht gerade so schön aus, also. Olpalui haben wir jetzt nicht irgendwie so ähnlich, als er das gefunden an der ersten Parts. Naja. Wir machen 1 auf Intelligenz, jetzt machen wir mal ein bisschen Stärke höher. So, damit die Minions auch, glaube ich, ein bisschen zäher werden. So. Okay. Sehr interessant hier. Jetzt sind wir dann in Delphi. Gut. Wildschweinhaut. Ich würde gerne die Rüstung hier, ja, mal ein bisschen buffen. Ah, wir haben nur 2, ja gut. Wir haben jetzt 2 Rüstung, 4 Blutungswiderstand. Also auf jeden Fall hier noch. Okay, das ist fast voll. Okay, da können wir auch noch stacken. Physischer Widerstand, sehr wichtig. Ringe und Amulette. Okay, dann machen wir dort ein bisschen Defensive drauf. Wenn es aber erst voll ist. Erst dann werden wir das reintun. Gut. Ja. Die Wölfe sind sehr stark geworden. Liegt wahrscheinlich an den Stats auch. Okay. Ah, hier. Ja, genau. Ich dachte mir, das ist auf der Minimap schon gesehen. Gut, haben wir das gefunden. Hätten wir auch übersehen können. So. Also.
Das ist ein Schmied, der tut einfach auch Farben und so verkaufen. Jetzt dieses Mal gibt es nur Rot. Sollen wir Rot nehmen? Und irgendwie Grün passt besser. Nehmen wir Grün. Ich finde Rot hat immer auch sehr schön. Ich bin einfach. Ist einfach eine meiner Lieblingsfarben. Also Rot und Blau. Und Grün, aber muss richtiges Grün sein, nicht Jägergrün. Das nehmen wir einfach Jägergrün. Und finden vielleicht dann mal etwas helleres Grün. So. Okay, leider haben wir hier nichts mit Minion drauf. Okay. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Jo, jetzt haben wir uns gewerbt. Jetzt sind wir olivgrün oder Jägergrün in diesem Spiel hier. Sehr schön. Okay, Schrein der Dorn. Also ich werde jetzt nicht alles erkunden, damit wir noch ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ich möchte nämlich nach Davy noch kommen, das werden wir auch schaffen. So, hier gibt es schon ein paar Sachen, also noch eine Höhle zu erkunden auf jeden Fall. Und sonst noch ein Kram, ein paar Lager natürlich noch. Okay, wir könnten eigentlich jetzt schon steppen und... Ja, haben einen Punkt noch zu wenig. So ein Mist. So, und hier läuft das Spiel irgendwie gerade nicht so flüssig. Komisch, weil ich habe ja einen mega guten PC. Liegt aber meistens wegen der Engine, oder dass die Engine überfordert ist mit den neuen Add-ons und so. Also eher an meinem PC. Ich kann es aber nicht sagen. Ruckelt halt jetzt einfach ein bisschen. Wahrscheinlich laden die Gebiete einfach zu langsam. Das hat man zum Beispiel bei Secret 2 auch gehabt. Ich kann es jetzt leider mit einem neuen PC nicht mehr installieren. Keine Ahnung, was los ist. Naja. Okay. Ja, wir gehen jetzt zum Beispiel hier eher weiter. Jetzt sind wir sowieso relativ auch hochgelevelt für das Gebiet. State hat nirgends welche Level. Ja, die haben Level 9, Level 16. Okay. Ja, schon ein bisschen hoch noch. So, aber manche Gegner sind wirklich sehr weit auseinander zu den mindestleveligen Gegnern. Und das hat mich ja einmal überrascht. Da sind wir ja gestorben. Ich glaube im ersten Part noch. An einem zweiten Part. Genau. An einem der ertrunkenen Zombies da. Der hat mega viel Schaden gemacht. Genau. Ja, für mich ist es ein bisschen länger her als für euch. Und die Part jetzt auch nicht immer sofort hochladen. Jetzt ist es zum Beispiel mein Hauptprojekt, weil ja Last Epoch geht ja gerade nicht so gut. Und Pass of Exile ist momentan die Luft draußen. Weil schon sehr, sehr. Wir haben die Performance, die CPU-Performance, das frisst so viel CPU. Sondern mal mehr Kerne zu benutzen, nutzt das immer einen, dann tut es mega auslasten. Also ich brauche da unbedingt bessere Kerne, also einen Kern brauche ich besser. Und ja, da muss ich vielleicht den CPU doch wechseln auf einen 5000er oder so. Das sind 3600 MHz. Naja. Ja gut. Außer Spiele muss ich dann einfach nicht spielen, weil es zu sehr einfach den Lüfter beeinträchtigt. Ich habe ja sonst Wasserkühlung, aber ja. Sondern das Wasser, das richtig kühlt, wird auf der Lüfter laut. Das ist nicht so gut. Und bei diesem Spiel läuft der Lüfter überhaupt nicht. Also er macht null Lärm. Das ist optimal. Ja, und scheinbar ja, ist es doch ein bisschen beliebter für Steam, das Spiel. Also es spielen recht viele. Kann jemand mal in die Kommentare schreiben, wie die Peaks so sind? Also, was der Peak nach der Veröffentlichung war, wie viele es gekauft haben oder so. Ja, das kann ich irgendwie nicht so gut nachschauen.
weiß nicht, wo ich da nachschauen muss im Internet. Ja. Es gibt irgend so Webseiten wie Steam, List oder so, Rank, Steam Ranking oder so. Und da kann man es, glaube ich, irgendwie auch nachschauen, aber man findet es halt so schlecht. Also da brauche ich jemanden, der ein bisschen mehr Zeit hat, ein bisschen mehr Geduld hat als ich. So, wir sind in Delphi angekommen. Da ist irgendwo das Orakel. Okay. Ja. Wohin führt dieser Weg? Ah, eine Sockgasse, okay. Sieht auch ziemlich schön aus, weil ich die altgriechische lieb's. Als die ersten Saturn Delphi angriffen, erhob mein Mann schnell das Schwert gegen die Bestien. Er und ein paar andere kämpften tapfer, waren aber schnell in der Unterzahl. Fremder, ich habe ihn in meinen Träumen gesehen. Er sagte mir, dass er nicht über den Fluss Styx zum Hades übersetzen kann, solange sein Tod nicht gerecht ist. Und er sagt, sein Mörder war halb Wildschwein und halb Mensch. Er sagte, dass die Bestien sich im Untergrund verstecken, irgendwo beim Parnass. Okay, Parnass müssen wir also... Ding. Ah, hier ist der... Ja, Brunnen. Okay. So. Jetzt sind wir hier bei den Händlern. Helme aller Sorten. Okay, da hat er Nahkampf- und Fernkampfwaffen. So, da haben wir einen neuen, der macht. Lässt uns die Sachen wieder wegnehmen. Aber der Balken links und die Meisterschaft können wir, glaube ich, nicht wegmachen. Und genau, das ist der Verzauberer. Da können wir natürlich so einen Brief reintun. Schildkrötenpanzer haben wir bald. Ja, wir nehmen vielleicht nicht den, sondern den einen, den wir im Lager haben. Wo ist das Lager? Ich verkaufe an die Weißen und Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen möchtest? Naja, klar. Auch wenn ich nicht reich bin. Okay. Ja. Okay. Endlich. Also da du schon wieder. Amulett. Ja, ist eigentlich besser. Also 8 Elementarschaden und hier 10 Schaden. Nehmen wir das. Okay. Reise möglichst weit fort von hier. Ja. Frag mich nicht. Das tun wir aufbewahren. Was haben wir denn hier hinten? Einer, der redet. Ist ein Tor. Du kannst diese Tür nicht öffnen. Okay. Entschuldigung, Start. Nur Schauspieler hinter der Bühne. Ah, okay. Ja, sorry. dann gehen wir mal zum Lager. Verwalter, Karawanenhändler oder so. Ja, okay. Krawantreiber, genau. So, dann nehmen wir die Items mal rein. Genau, wir haben den doppelt an Partei. Ja, wir können ihn doppelt gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich Wald schon installieren kann mit dem neuen Addon. Aber gut. Dann jetzt alles schon mal rein. Dann nehme ich hier rein. Anordnen. Okay. Also Hermes soll Sandalen will ich dann bei einem besseren Stiefel dann hin tun. Aber da haben wir jetzt erst eins. Also wir können schon zockeln. Aber nicht alle. Wir danken dir für dein heiliges Opfer. Tritt ein und zeige dich dem großen Orakel. Okay, mag ich. Oh, 5 dauerhafter Giftwiderstand, sehr schön. Willkommen, Suchender. Du bist für eine Prophezeiung gekommen. Da Leonidas dich geschickt hat und du ein würdiger Bittsteller bist, werde ich Apollons Prophezeiung sprechen, sofern dies seinem Willen entspricht. Warte,
Warte! Ich, das Orakel des großen Apollon, habe eine Vision. Die Alten erscheinen und laufen. Das Chaos breitet sich aus. Ein böses Band in jedem Land. Zerstörung für jedes Haus. Was scheint gestaltlos, ohne Gesicht und formlos. Der Große kommt bald frei. Zu versklaven Gott und Helfer, Sorgen kommen herbei. Wer ist der Mann, der kämpft, wo Götter schaffen keinen Schaden? Ein Held ist er, kommt ohne Heer, die Fesseln zu zerschlagen. Drei Lichter der Hoffnung, als Hilfe gedacht. Eins im Süden, Sand und Wunder. Eins im Osten, vom Tode zu kosten und den Plan zu kreuzen. Das letzte Licht markiert den Kampf. Dort siehst du den Schrecken. Eine Tür, weit offen. Die Reise führt weit. Und trotzdem ist es nah. Okay. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber... Sollen wir da einfach drei Sachen suchen? Okay. Du, Krieger, bist nicht, was du scheinst. Du bist hergekommen, um die Quelle dieser Monster zu erfahren. Am Fuße des nahegelegenen Parnass liegen die Parnasshöhlen. Reise durch diese Höhlen und auf der anderen Seite wirst du die Antwort finden. Okay, also durch die Parnasshöhlen. Da haben wir ja vorher schon die Quest angenommen. Gut. Möge Apollon dich begleiten, Suchender. Ja, danke. Also, gut, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Ja, also schauen wir mal, was uns hier erwartet, dass die Parnasshöhlen müssten dann irgendwann mal kommen. Okay, eine fette Spinne. Aber ich schieße irgendwie nicht drauf. Ah, die hat sich auch ein bisschen eingenetzt. Ein Schutznetz. Okay. So, ein recht großes Gebiet. Okay, nochmal ein Gäbler. Das ist so ein Sternengegner. Heldenmonster heißen die, glaube ich, ja, unten rechts steht's. Okay. Aha. Chitin. Die gab es ja auch schon bei den Höhlen. Da die Spinnen drin waren. Mit dem, der Najade, genau. Gold, okay. Aber wir haben schon recht viel Gold. 119.000, sehr schön. Also so momentan ist es jetzt nicht so ja. Wir bekommen einfach genügend Gold über momentan. Später werden eben diese Items mit Monster, also mit Kreaturenverstärkung und so, werden halt sehr viel Geld kosten. Dann hätten wir auch gerne dann immer genügend Geld. Aber jetzt momentan haben wir mehr Geld, als wir ausgeben müssen. Das ist sehr schön. So, Dalla. Ja, hier verdienen wir doch viel Geld. Sehr schön. So, und das sind die Parnasshöhlen. Ja. Okay, sehr gut. Okay. Oh, ein grünes Item wieder, das sind die seltenen Items.
wo ja gelb sind in anderen Games. Okay, ja, die sind besser. So, jetzt haben wir einfach Hermes Sandal nicht dabei. Aber machen wir dann rein. Gut, das führt mich mega nach rechts. Wir haben dort oben auch noch erkunden können. Okay. Ja, und im nächsten Part bekommen wir die Terrakotta-Krieger. Ich hoffe. Ja, die sind ziemlich gut. Also, ja, einfach mit der Bewegungsgeschwindigkeit auch und mit der Angriffsgeschwindigkeit, dass sie nicht so langsam sind. Aber ich weiß, dass die Beschwörungen halt so aus der Erde kommen und so, sich gerade so die schnellsten sind. Ja, und ich hoffe, dass die dann auch manchmal sterben können. Ich glaube, das hat mega tanky Sinn, dass man diese Fähigkeit dann, wenn man sie stattet, also es geht, dann nicht umsonst ist, oder? Also es ist scheinbar schon wirklich so Summons, die auch mal sterben dürfen und dann einfach mehr Schaden machen natürlich einem Gegner. Weiß nicht, Feuerexplosion oder so jetzt ausgelöst. Bin mal gespannt. Okay, da unten haben wir noch ein paar Gegner. Die Wölfe machen jetzt schon recht viel mehr. Das sieht man. Ja, ist wunderbar. Okay. Hier haben wir nichts. Da unten haben wir noch nicht erkundet. Okay. Dann müssen wir hier rechts durch. Aber schön, dass jetzt diese Höhle nicht so langsam ist. Das ist jetzt die erste Höhle, wo man eigentlich rennt. Okay. Kann schon irgendwie ein Bug sein oder so, aber ich dachte mal, dass es auch so ist, dass man langsam in Höhen ist, weil es einfach dunkel sein wird, wahrscheinlich für den Charakter. Okay, sehr viele Gegner in dieser Höhle. Das ist ein schöner, ja, eine Erweiterung. Die Gegner sind aber nicht so stark. Eher schwach. Okay. Ich will jetzt nicht jeden Gegner töten. Ich will einfach den richtigen Weg finden. Zum Beispiel zu diesem Wildschwein-Mensch. Um den Tod des Mannes von ihr zu denken. Gleicher Mond. Ah, das ist etwas für uns. Okay. Ah, okay, das ist es. Geparis. Meister der Flamme. Okay. Nice. Wir haben die Quest gelöst. Okay, dann mache ich mal, ja, Part Ende. Wir gehen noch kurz zurück, aber. Und geben die Quest ab. So. Eine 7% Reduktion von einem anderen Item wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir kurz zurück. Die Wölfe sind ein bisschen im Weg. Ja, nach Memphi müssen wir auch noch kurz. Da habe ich auch noch ein paar Quests zum Abgeben. Okay. Ja, der Part ist noch genug. Kurz. So, die war irgendwo hier rechts. Ja, hier. Ich habe schon wieder von meinem Mann geträumt. Sein Schatten ruht nun friedlich im Land der Toten. Okay. Dann, ja. Müssen wir noch kurz hier hoch. Ich weiß es gar nicht, jetzt alles haben. Da irgendwie noch etwas ist. Diese Quests hier müssen wir einfach noch machen. Also abgeben. Okay, der gibt uns nichts. Ich glaube, die waren hier oben. Die Skelette werden uns also nicht mehr belästigen. Okay. Du hast
Ja, sehr gut. Du hast großem Übel ein Ende bereitet. Mögen die Götter dich belohnen. So, haben wir einfach noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Gut, sehr schön. So, ein Spat, da haben wir eigentlich nichts mehr abzugeben, oder? Der alte Hippias war der gefürchtetste Krieger seiner Zeit. Mit einem Zehntel seiner Kraft scheint er noch immer ein besserer Krieger zu sein als manche Männer. Okay, nice. Also hier haben wir die Quests auch abgegeben. Leonidas haben wir auch gesprochen, oder? Ist auch immer noch hier. Geh jetzt. Ich ja, habe zu mit dem haben wir auch gesprochen. Das Orakel, ist es das? Ja. Gut, ich war noch nicht mehr sicher, ob ich das gemacht habe oder nicht. Ja gut, dann machen wir ab morgen Livestream. Ich werde ein paar jetzt schon hochladen. Und ja, dann machen wir einfach im Livestream weiter. Ich werde das natürlich dann auch noch in die Playlist packen mit dem Let's Play zusammen, damit wir schnell vorwärts kommen. Sonst ja, brauche ich ungefähr 2 Monate, bis ich dann wirklich einen Akt 6 bin. Ja, ist natürlich jetzt nicht gerade so toll, jetzt 3 Schwierigkeitsgrade durchzuspielen und so. Gut, dann machen wir das soweit. Bis dann. Tschüss.